Hey Freunde, Feuergansdorf wieder hier. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute stelle ich euch mal ein paar Neuerscheinungen vor. Ich werde also öfters ein bisschen hier reingucken. Also seid mir nicht böse, wenn ich nicht immer in die Kamera schaue. Ich werde euch einige vorstellen, die schon raus sind, die eventuell bald rauskommen und ja, wo es schon Proben gibt und so weiter. Ich werde mal sehen. Sind einige neue, die jetzt rauskommen. Natürlich ist das Jahr erst angefangen. Ich habe das schon 2020 ab und zu mal gemacht. Nicht so oft. Ich wollte das eigentlich öfters machen, aber. Ja, ich werde mal sehen, wie ich das dieses Jahr mache. So, wir fangen mal gleich mit dem ersten Duft an, und zwar Invictus Victory kommt raus. Ob er schon raus ist, kann ich nicht wirklich sagen. Ich habe ihn bis jetzt nicht wirklich gesehen. Ich habe alle Versionen. Ich muss aber auch vorweg sagen, obwohl, nee, ich werde erst mal sehen, was kommt, weil ich wollte gerade sagen, der Mainstream, ich hoffe, dass 2021 der Mainstream ein bisschen in eine ja, positive Seite wieder gerückt wird und besser wird, weil ich finde, in die letzten 2 Jahre ist Mainstream nichts eingefallen. Und das ist kein Wunder, und das kommt nicht von mir. Ich habe mit ein paar Parfümhäusern gesprochen und so weiter. Es ist nicht erwunderlich, dass der Schnitt wirklich in die Nischenwelt oder zu den Nischendüften hingeht. So, nur Douglas und Co. Trauen sich natürlich, ja, Douglas ist jetzt schon so ein bisschen schwierig, weil jetzt 500 Filialen geschlossen werden, trauen sich so wenige auf Nische umzusteigen, weil der Trend geht wirklich dorthin. Ich habe mit vielen Chefs gesprochen, das ist so. So, ich sage ja auch von Anfang an, auch wenn ich sehr viel günstige Düfte vorstelle, natürlich für euch, weil ich sehr viele Abonnenten habe, die entweder keine Nischendüfte kaufen wollen, sich nicht leisten können oder auch gar nicht leisten wollen, wie auch immer. Trotzdem habe ich von Anfang an immer gesagt, ein Nischenduft ist immer besser. Nicht grundsätzlich alle, logischerweise. Es gibt in der Nischenwelt auch genug Schrott. Ne? Aktuell für mich persönlich, Creed kann man komplett vergessen, gehört für mich auch langsam nicht mehr zur Nischenwelt, genauso wie Tom Ford. Ich bin großer Tom Ford-Fan. Ich habe sehr viel Tom Ford-Düfte, aber er geht in die Breite. Für mich ist das dann auch irgendwann keine Nische mehr unbedingt. Oder Parfums de Mali, für mich sehr viel Kopfnotenkiller, und dann sind sie ziemlich. Das hat. Sie sind teuer, aber so richtig Nische ist es schwierig. Es ist nicht so wie Search of zum Beispiel oder wie viele andere Nischenmarken, die wirklich unter Nische fallen, die wirklich genial sind. Und das muss ich ganz kurz hier einwerfen, deswegen sorry. Und deswegen hoffe ich, was heißt hoffe ich, ich kaufe ja nicht nur Nischendüfte, ich habe auch genug Nischendüfte, klar. Und es werden auch in ferner Zukunft mehr Nischendüfte auch mal vorgestellt, weil auch das, auch auf diesem Kanal hier, muss mal sein, weil auch ich habe hier auch einige, und das sind nicht, das ist nicht fünf, sondern auch viele Nischenfans, und deswegen wird auch mal das vorgestellt und nicht nur immer hier die günstigen. Natürlich, die kommen auch, es kommt alles. Ich mache ja alles. So, das ist ja der Punkt. Und ich hoffe, dass in ferner Zukunft 2021 jetzt in der Mainstream ein bisschen wieder mal was anderes, was Geiles rausbringt. Fangen wir mal an. Wie gesagt, Invictus Victory, Zitronen, Rosa, Pfeffer, Walross, Lavendel, Tonkabohne, Amber, Vanille. Gut, von den Inhaltsstoffen kann man nicht viel ableiten. Er soll synthetisch würzig sein. Und das, was ich schon gehört habe, soll Anfang, oder was heißt der Anfang? Es soll eigentlich der Invictus sein, nur vanilliger und tiefer. Ja, sag ich mal, so könnte was werden, vielleicht mal was anderes. Er soll ein bisschen anders sein als die üblichen. Warum auch nicht? So, Gentleman Givenchy. Das ist für mich, hat von Natalie Lawson, Oliver Crisp haben die gemacht. Das ist sowas für mich, wo ich sage, das muss nicht sein. Ich denke, das ist das Eau de Toilette Intense. Ich bin der Meinung, das Parfüm hat gereicht von den Gentlemen, und das Original ist schon so Kult. So, hier ist nämlich blaue Iris drin, Zedernholz, Basilikum, Kardamom, Kumarin. Das ist wieder, es wird wieder ähnlich, denke ich, sein. Und warum hören Leute oder Firmen nicht auf, immer Ableger zu machen, sondern mal was Neues, neue Namen, neue Düfte? Das ist für mich, was für mich wichtig ist. So, nicht wundern, ich switche hier ein bisschen rum, weil ich habe das jetzt hier nicht gespeichert, die Seiten, und gleich aufgemacht. Ich gucke einfach, was neu so ist. Dennis, weil ihr darüber ja auch gerne was wissen wollt und weil ihr mich immer fragt, habe ich den schon getestet? Aktuell in dieser ganzen Kack-Corona-Zeit komme ich nicht viel zum Testen oder fast gar nicht. So, weil ich, sorry, auch nicht wirklich, ich gehe raus zum Laufen und so weiter, aber ich gehe in keinen Laden, ich gehe so gut wie es geht auch nicht einkaufen, das macht meine Frau und so weiter.
Keine Ahnung, ich bin einfach da so, ich bin auch so ein Mensch, ich hasse, ich mache auch nicht gern überhaupt Bakterien. Ich weiß, dass der Mensch genug Bakterien hat und braucht, aber ihr wisst, was ich meine. Ich bin da ein bisschen sehr vorsichtig. So. Allerdings kann man mich auch den Vorzeigetypen sagen für das, weil ich, würden alle so sein, dann wird es diese ganze Pandemie und dieser ganze Mist, den wird es gar nicht mehr geben. Und genauso wie, naja, wir schweifen ab, lassen wir es lieber. Stronger with You, absolutely, kommt ja noch. Auch ein Ableger wieder, auch für mich unnötig, finde ich. Auch wenn ich ihn noch nicht kenne, aber Bergamotte, Rum, Harz, Lavendel, Patchouli, Vanille, Zedernholz, glasierte Kastanie. Ich denke, der wird sehr, sehr ähnlich riechen wie die anderen. Ich denke, das Ding hätte gereicht. Es hätte das normale Eau de Toilette gereicht und das Intensely. So, dass da jetzt Freeze, okay, für die Leute, die das im Sommer noch haben wollen oder wie der heißt, da die Ableger. Aber jetzt noch absolut süß-synthetisch soll er sein. Weiß ich nicht. Ich weiß es einfach nicht, ehrlich gesagt, ob das immer sein muss. So, und jetzt kommt das nächste. Und da hätte schon lange irgendwann Schluss sein müssen. Armani Code Eau de Parfum. Und jetzt Mandarine, Bergamotte, Zitrone, Rosmarin, Lavendel, Tonkabohne, Zedernholz, Moschus, Vanille. Das Übliche also. Warum? Ich verstehe das nicht. Also, er wird wieder, oder was ich so gehört habe, Ultimate eingereiht, denn wahrscheinlich zwischen diesen ganzen Profumo, Absolut, Gold, Ultim, weiß ich nicht. Das ist für mich, das muss nicht sein, weil von Armani Code gibt es in so viel und es wäre schön, wenn Armani auch mal wieder eine andere Line macht. So. Jetzt haben wir was, das könnte was werden, aber den wird es wahrscheinlich leider nicht überall geben, weil die wirklich die letzten Jahre was geworden sind, die gibt es denn auch nicht woanders oder so leicht. Sonst zum Beispiel von Salvatore Ferragamo, Ferragamo Intense Leather. So, das könnte was werden, weil der F Black, der F wirklich geile Düfte sind. Mandarine, rosa Pfeffer, Apfel, Maiglöckchen, Iris, Eichenmoos, natürlich synthetisches Eichenmoos, echtes darf nicht mehr benutzt werden und ab August, glaube ich, darf auch oder dürfen auch keine Düfte gar nicht mehr verkauft werden, die echtes Eichenmoos haben. Also wenn es noch Düfte auf dem Markt gibt, wo ihr wisst, da gibt es noch irgendwie so Restbestände, dann kauft euch die jetzt und kauft euch das weg, weil ab August ist damit Feierabend. Leder, erdige Noten, Moschus. Der könnte was werden. Der sieht auch sehr interessant aus. Ja, ich denke mal, den hoffe ich mal zu testen. Schauen wir mal. So, als nächstes hätten wir. Na, gucken, ich muss ja auch im ersten Teil hier. Ich werde ja wahrscheinlich wieder einige machen. Gucken wir mal, ob ich. Ja, hier. Le Male on Board. So, da brauchen wir jetzt gar nicht philosophieren oder meckern. Es kommt jedes Jahr nun mal ein Jean-Paul Gaultier-Flanker raus. Das ist schon Standard. Und bei Code ja auch eigentlich, aber weiß ich. Bergamotte, Rosenkastanie, Tonkabohne. Punkt. Mehr ist da nicht drin. So, bin ich gespannt. Bin ich gespannt. Mehr kann ich da eigentlich nicht zu sagen. Bergamotte, Rosenkastanie, Tonkabohne. Ja, ich denke, da könnte eventuell was werden. Ob den Kurzschein gemacht hat, kann ich leider nicht sehen. Wenn den Kurzschein gemacht hätte oder würde, dann wäre er bestimmt nicht schlecht, weil das ist der Kurzschein hat ein Ultramel als letztes gemacht und den Original Le Male. Und ihr wisst ja, dass das nicht schlechte Düfte geworden sind. So, dann haben wir Bond Nummer 9, wenn wir mal in die Nischenwelt gehen, auf Broadway. Das ist übrigens auch so eine Marke, finde ich, gehört auch nicht in die Nischenwelt. Zu viel, okay, viel können wir noch drüber streiten, das ist in Ordnung, aber da sind, also. Ich finde, von Bon Nummer sind wirklich 1, 2, 3 wirklich geile bei und der Rest ist schwierig. Das ist natürlich Geschmackssache, aber auch da sehr viel synthetisch. Ich weiß nicht, warum das so oder dass sie überhaupt so einen Preis nehmen kann. Auf Broadway, ja, ich weiß, ich muss gerade Lilien Moschus, Patchouli, de Sandholz, Vetiver, Johannisbeere, Grapefruit. Der Kopfnote, denke ich mal, wird gut werden und der Rest wird wahrscheinlich, ja. Normal so werden. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Bin ich mir auch nicht sicher. Dann hat Montal, der ist aber schon, glaube ich, raus. Pashmina, sorry. Oud grauer Moschus Rose. Ja, das Typische bei Montal, das wird wieder Rose und Oud sein. So, auch da, auch Nischenhaus, aber nicht wirklich, aber naja.
Kommen wir mal zu einem Nischenhaus, was wirklich ein Nischenhaus ist. Der Duft ist aber schon raus. Ich habe ihn noch nicht, glaube ich, müsste ich mal sehen, ob ich da noch die Probe von Save Me von Search Off. Ja, Search Off muss ich nicht sagen, für mich im Moment oder mit eins der besten Häuser, vor allen Dingen Nischenhäuser. Da merkt ihr wirklich, das ist Nische. Und alle, die mit Nische anfangen wollen, ich kann eigentlich nur raten, Leute, fangt gleich am besten mit denen an, weil ja, sie sind teuer, aber da wisst ihr, was ihr habt. Auch da mag sein, ich kenne auch nicht alle, werden nicht alle top sein. Aber das, was ich bis jetzt gerochen habe oder habe und was noch kommt, was ich mir kaufen möchte und so weiter, ganz ehrlich, das wird stark oder ist gut. So, Scarlet Poppy, Joe Malone. Der klingt für mich sehr interessant. Türkischer Mohn. Iris, Helitor, Tonga-Bohne, Gerste, Feige, Ambretta. Ich bin, also auch der Flakon, da bin ich mal gespannt. Ich persönlich kenne keinen Jo Malone Duft. Ne? Also sorry, ich habe, wie gesagt, ich wollte den immer testen, und dann kam Corona. Ich muss aber auch ehrlich sagen, Hamburg steht nicht wirklich für viel Auswahl, was das angeht. Das muss man wirklich anprangern. Ja, mehr muss ich da auch nicht zu sagen. Hamburg ist da ein bisschen, die Hamburger sind nicht so, was Düfte wahrscheinlich angeht. Ja, so viele Nischenhäuser gibt es auch nicht. Aber gut. Tabakman, Graffiti, wer für 9 Euro einen, ja, einfach nicht so viel Geld ausgeben will, kann bei Tabakman auch bei den neuen Graffiti immer zuschlagen. Den ich jetzt einfach mal ganz schnell einblende. So, dann haben wir noch The One, Luminous Night. Das weiß ich auch nicht. Das könnte was werden, wenn die Haltbarkeit gut ist. Aber das kennen wir ja von den anderen. Da ist das nicht wirklich gegeben. So, und dann haben wir noch The Scent Pur Accord for Him. Der sieht sehr interessant aus. Auch für mich. Ingwer, Manuka-Frucht, helles Wildleder. Ja, ich hoffe, dass da was gut wird. Aber auch da muss die Haltbarkeit stimmen. So, dann haben wir noch einen. Und zwar Valentino Uomo Born in Roma Yellow Dream. Da habe ich aber gehört, der anfangen sollen. Das passt überhaupt die Reihe. Da ist so lustlos wahrscheinlich. Ananas dachte ich schon, oh, jetzt kommt. Nein, ihr wisst, nein. Aber am Anfang soll angeblich soll er riechen wie Invictus. Wenn ich Invictus haben will, kaufe ich Invictus. So, und dann geht er so in Armani Code Absolut. Also ich weiß nicht, das ist wieder so ein Ding, dir fällt einfach nichts ein. Aber die Leute, die nicht so viel Geld ausgeben wollen, können, sollen wohl verarscht werden. Mir fällt echt nichts mehr anderes dazu ein. So, und dann kommt Why Le Parfum. So, das Eau de Parfum, was ich habe, hätte gereicht. Vielleicht, da bin ich mal gespannt. Es soll tiefer sein, ein bisschen dunkler, wie das normale Parfüm. Ich bin mal gespannt. Das Eau de Toilette, glaube ich, ist das. Nee, das ist das. Nee, das normale Eau de Parfum. Jetzt kommt das Le Parfum. Meine Güte. Deswegen sagte ich immer, mal, holt doch mal neue Namen oder so. Nicht Ableger. Na, ich bin gespannt. Ingwer, Salbei, Lavendel, Tonkabohne, Patchouli, Weihrauch. Könnte was werden. Bin gespannt. So, das war's erstmal. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Und ja, dann bleibt gesund. Und ich bin ein bisschen so, ja, ausgelaugt, deswegen wird oder kommt diese Woche ein bisschen weniger Videos, nächste Woche hoffe ich wieder mehr. Ich muss ein bisschen Energie tanken und ja, dann passt auf euch aus, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Fragrance Talk.